willkommen zu diesem neuen Videoformat. Ich bin der Profi-Nerd und heute geht es um Community. Ich habe euch ja vor ungefähr 3 Wochen gebeten, mir Fragen einzuschicken bezüglich meines Kanals, Legos und wie ich Dinge sehe, alles Mögliche. Und eine kleine FAQ-Runde zu machen, Frequently Asked Questions, häufig gestellte Fragen. Einige von euch haben mir Fragen geschickt über Instagram und YouTube und da habe ich mir ein paar rausgepickt und die will ich heute bearbeiten und beantworten. Das Tolle ist, was ihr nicht wusstet, alle, die Fragen eingeschickt haben, die können heute was gewinnen, beziehungsweise eine Person kann was gewinnen. Dazu am Ende des Videos mehr. Danke für eure Fragen und es wird mehr dieser Community-Events geben. Finde ich echt cool. Und anders als andere YouTuber habe ich mir die Mühe gemacht und euch die Fragen ausgedruckt und habe die schön aufbereitet mit Antworten und musste nicht auf irgendeinen Karton mit Edding kritzeln. Ich habe mir gedacht, welche Fragen beantworte ich, welche beantworte ich nicht und so weiter und so fort. Es sind ein paar reingekommen, ein paar mehr hätte ich mir gewünscht, vielleicht für das nächste Mal, vielleicht fallen euch ein paar Sachen ein. Ich kann aber auch nicht alle Fragen vorlesen. Manche Leute haben richtig einen Fragenkatalog geschrieben, da picke ich mir einfach ein paar raus. Das machen wir doch mal so. Interessante Frage war von Hanno Bricks gewesen. Wie viele blaue Pins sind in deiner Sammlung? Da habe ich mir gedacht, ja, wie zähle ich die? Die kann ich ja gar nicht zählen. Aber ich verwalte meine Sets ja auf Brickset. Und auf Brickset sind ja alle Sets von mir gelistet, die ich habe. Und da gibt es eine Funktion, dass ich einfach einen Teil anklicke und dann sehe ich, wie viele Teile ich davon habe. Und ich habe herausgefunden, von den normalen kleinen schwarzen Pins habe ich 4.992 Pins, laut der Webseite. Von diesen blauen kleinen Axt-Pins habe ich 1.743, laut Liste. Und von den 3L, von den normalen 3L-Pins, die jeder überhaupt nicht mag, weil sie blau sind, habe ich 2077 Pins in Sets. Jetzt muss ich aber zugeben, ich habe tatsächlich über die Lego-Fabrik und über Bricklink viele blaue Pins noch eingekauft. Also lass es ungefähr 3000 blaue Pins sein. Man kann die immer gebrauchen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich auf Rebrickable alle Sets drin habe, aber ich glaube 99% habe ich drin. Björn fragt zum Beispiel auch, wie viel Zeit nimmst du dir in der Woche für dein Hobby? Das ist eine schwere Frage. Also ich meine, mein Hobby ist ja gleichzeitig YouTube-Videos machen, Podcasts aufnehmen und so weiter und so fort. Also so, wenn ein Podcast eine Stunde geht, ist so die Vorbereitung, Nachbearbeitung, Schnitt und so ist für einen Podcast so 3-4 Stunden. Also das kann schon eine Weile dauern. Wenn es jetzt um Lego-Bauen geht, brauche ich fürs Lego-Bauen entsprechende Zeit. Jeder weiß von euch, wie lange man für ein Set braucht, wie lange man für Sanctum Sanctorum braucht oder für so ein Batmobil oder für so einen Kranwagen und so weiter. Das ist so eine Sache. Und ich baue gerne in der Woche 1 bis 2 Sets, mal große Sets, mal kleine Sets. Die seht ihr ja meistens hier auch auf dem Kanal. Das meiste, das ich baue, stelle ich euch vor, außer ich habe wirklich keine Freude dran oder ich stelle es irgendwo ins Regal. Und abseits davon ist eben, wie gesagt, das YouTube-Machen mein Hobby. Und ich brauche für ein Video zwischen 5 und zwischen 11 Stunden, je nachdem, wie aufwendig das ist. Und ich bringe 1 bis 2 Videos in der Woche raus, könnt ihr euch ausrechnen. Also ich würde mal sagen, ich verbringe so circa 15 Stunden, könnte man sagen, mit Lego bauen und Video machen in der Woche. So plus minus, könnte man sagen, weil nicht jedes Video geht 11 Stunden. Ich würde einfach mal sagen, 15 Stunden, so die Ecke. Das sind halt jeden Tag so 2-3 Stunden. Ist halt was mit drankommt. Wenn so ein Video geschnitten wird, braucht es eine entsprechende Zeit. Das Rendern geht ja richtig flott, aber macht eben noch ein paar andere Sachen. Das nimmt schon ein bisschen Zeit weg. Und dann kommt es eben auch manchmal gelegen, wenn man am Wochenende zum Beispiel 2-3 Videos aufnehmen kann oder auch 4 Videos und kann die alle schneiden an einem Wochenende, haben wir 1-2 Wochen mal frei. Das passiert ja auch. Nicht, dass ich sowas machen würde, aber es passiert. Was haben wir denn noch? Klemmbaustein-Heike fragt zum Beispiel, was mache ich mit meinen ganzen Lego-Verpackungen? Super Frage, man hat doch irgendwann keinen Platz mehr, um sie auszustellen, oder? Ja, richtig, ich habe ein externes Lager. Ich habe einen großen Raum gemietet und da stehen die Sets, die Kartons drin, ja? Und zwar nur mit der einen Seite, die ich aufmache, offen, nicht zusammengefaltet. Die stehen da alle komplett drin, original, zack, 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 Themen, welttechnisch geordnet. Die Anleitung mache ich in große IKEA-Klarsichtboxen rein, die stehen da daneben. Und ich habe eben auch Kartons, dann nehme ich Sets, wickel die in Knisterfolie ein, nochmal in Klarsichtfolie, je nachdem, verpack die schön, beschrifte die und mache die in den Karton, stelle die dann eben daneben. Und so bewahre ich meine Sets auf. Das kostet viel Platz, aber ja, einige Sets gehen auch direkt zu Junior in seine lustige Sammlung. Ich bringe es aber nicht übers Herz, die Sets zu verkaufen. Die meisten Sets tatsächlich behalte ich. Und wenn es Spielsets in Lego City, Ninjago, was auch immer, die bekommt Junior, Ninjago und Monkey Kid Set, da hinten seht ihr das vielleicht, glaube ich, irgendwo, habe ich ja auch gebaut und es kriegt einfach Junior. Er weiß nur noch nichts davon. Also verratet es ihm bitte nicht. Was haben wir denn noch? Genau, Paul Steinschatt hat was Ähnliches gefragt, wo meine Sets aufgebaut sind. Tatsächlich hinter der Kamera, das seht ihr nicht, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Modular Buildings aufgebaut. Da oben nochmal welche. Und da hinten steht gerade meine rudimentäre Stadt. Die Tischplatten, wo die Stadt später hinkommt, da gibt es auch ein Video dazu, wenn es soweit ist, stehen im Wohnzimmer hinter der Couch. Da ist noch ein großer Platz frei. Unten drunter kommen die Technikmodelle und die anderen Lego-Sets, die ihr seht, sind hier aufgebaut. Hinter mir im Wohnzimmer stehen ein paar im Regal.
Und es ist tatsächlich so, dass ich die meisten Sachen hier aufgebaut habe, die mir gefallen und die einfach älter sind, beziehungsweise die ich nicht so häufig brauche, wie die ganzen Hidden Side Sets oder ältere Technikmodelle, die packe ich ein, mache sie in den Karton und tue sie ins externe Lager. Wozu hat man das denn? Eine Frage von Burning Rigs brennt mir auf dem Herzen. Er hat gefragt, wann gibt es mal wieder einen Podcast? Ja, ich weiß. Podcast gab es länger nicht. Das liegt einfach an meiner Zeit. Es war Urlaubszeit. Es ist immer noch Urlaubszeit. Es ist ein bisschen schwer. Es liegt an mir, nicht an Ben. Es kommt aber bald wieder ein Podcast. Und es kommen auch bald wieder lustige, kleine Reviews auf dem Spielwareninvestor-Blog. Freut euch mal drauf. Es geht wieder los. Die Sommerzeit bringt alles ein bisschen durcheinander. Ist einfach so. Was haben wir denn noch? Den Fragenkatalog von Sven hebe ich mir auf fürs Ende und von Sherlock die großen Blöcke mache ich am Ende. Dann F1-Beat 3000 hat gefragt, ob ich verschlossene Sets habe und ob ich die lagere für Exklusivität oder für Investition. Also ich habe euch ja gezeigt, was ich alles kaufe und so, und ich habe ja Legoland Exclusives, die reiße ich auf und baue sie. Ich habe ja auch die Molding-Maschinen gebaut, ich habe die Ente gebaut, die Ente habe ich euch noch nicht gezeigt. Andere Sets, alles was ihr seht, das baue ich ja, ne? Ist mir ein Wunsch, tolle Sets baue ich. Ich habe tatsächlich aber auch aufgrund meiner Firma eben auch Sets, die ich eben lagere und verkaufe. Und ich bin aber eigentlich Lego-Bauer. Ich baue liebend gern Lego-Sets. Es tut mir weh, wenn ich ein Lego-Set verschlossen sehe. Deswegen kaufe ich meistens Sachen zweimal, wenn es mir gut gefällt. Einmal zum Bauen, einmal zum Einlagern. Und manchmal behalte ich es auch einfach so aus emotionalen Gründen. Und bringe es nicht übers Herz, sie aufzumachen. Ich habe im Keller immer noch eine Pirate Bay stehen, aber irgendwann baue ich sie mit euch. Irgendwann baue ich sie mit euch. Und dann hat der F1B3000 noch eine Folgefrage gestellt, wenn es um die Bewertung geht, weil die Bewertung immer so ein komisches Ding ist. Man kann nicht so richtig bewerten. Ich lese einfach mal vor. Vielleicht wird es klar. Sollte man ein Set lieber an Bautechniken, Spaß, Anforderungen, neue bzw. seltene Steine und die Preisdebatte extra, wo konkret Sets, Preis pro Teil etc. vergleichen kann, aktuell wieder sehr nervig mit dem Zug von Harry Potter und so weiter und so fort. Ja, das ist eine gute Idee, aber du kannst ein Lego-Set nach Preis pro Stein wirklich beurteilen und kannst ein Lego-Set nach Preis pro Gewicht pro Stein beurteilen, das geht. Aber dann gibt es die Burg, nimm mal ein Lego-Technik-Set, das sind viele kleine Pins mit bei, die wiegen halt fast nichts, aber treiben den Teilepreis in die Höhe. Dann sind andere Sets da, die große Teile haben, die 4-Plus-Sets, die schwer sind, kann man auch schlecht vergleichen, ist einfach so. Da ist halt ein Teil im 4-Plus-Set kostet dann halt 40, 50 Cent anstatt normalerweise 8 Cent. Das ist halt einfach nicht vergleichbar. Ich blende euch seitlich ja immer, wenn ich ein Review mache, die Informationen an, wie viele Teile hat es, was ist der Preis pro Stein, wie schwer ist das Gewicht und was ist so der Preis pro Gramm bei diesem Set. Wobei der Preis pro Gramm häufig, pro Teil häufig ein Preis pro Teil häufig ein schlechterer Indikator ist als Preis pro Gramm, weil man eben fürs Gewicht was anderes bekommt. Weil Anzahl der Steine nicht im aussagekräftig ist. Wenn ich 100 kleine 1x1 Steine habe, sind die natürlich weniger wert als 30 kleine 1x1 Steine und dafür zum Beispiel 60 8x10 Plates, was auch immer. Das ist halt immer so eine Erwägungssache. Deswegen bin ich einfach ein Verfechter davon, von einem Meinungskasten, ein Fazit. An jedem Video von mir ist immer ein Fazit hinten dran, wo ich sage, das hat mir Freude gemacht, das hat mir weniger Freude gemacht. Und das ist das, auf was man das Herz hören sollte. Um es jetzt zum Beispiel an einem Hogwarts-Zug festzumachen, würde ich mir den kaufen. Hätte ich bestimmt viel Freude mit dem Bau und mit dem Zug und das ist ein riesen Oschi und ich würde einen Platz finden, ihn auszustellen im Wohnzimmer. Keine Frage, bin ein riesiger Hogwarts- und Harry Potter-Fan, gar kein Thema. Ich muss aber sagen, dass eben gewisse Sachen mir in einem Zug auch nicht gefallen. Und das würde ich eben beleuchten. Und dann würde ich darauf eingehen, ja, wenn ihr einen Hogwarts-Zug wollt, es gibt ja noch den von 2018, der Spiel-Hogwarts-Express, der ist auch toll zum Bauen, kostet nur ein Fünftel von dem und ist auch cool zum Hinstellen. Und so ein Fazit, man kann manchmal Äpfel und Birnen nicht miteinander vergleichen, das ist einfach so. Häufig geht es aber wirklich um den Bauspaß und um das, was man da stehen hat. Wenn ich jetzt ein Review mache, zum Beispiel zu, da hinten steht noch der Nano-Gauntlet von Iron Man, da hatte ich mit dem Thanos-Handschuh einen richtig guten Bauspaß, obwohl das Ding echt teuer ist und wo ich gesagt habe, dass, keine Ahnung, hat mir aber jetzt den Iron Man-Gauntlet gekauft, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Und vielleicht mache ich jemand Lust auf das Set, wenn ich gewisse Sachen eben beschreibe oder wenn man das nebeneinander stehen sieht. Und für mich so ein Fazit und so ein emotionales drüber reden einfach viel mehr wert als Preis pro Teil. Natürlich kann man das als Aufhänger nehmen, gewisse Sachen eben mache ich auch häufig, muss ich zugeben, um gewisse Sachen eben zu sagen, das ist schlecht oder das ist gut. Und bei den Creator-Sets zum Beispiel ist der Preis pro Stein immer super und der Preis pro Gewicht auch. Aber die Preise sind halt jenseits der 200 Euro. Muss man halt auch bedenken. Dann nehmen wir noch eine Frage von Phantomias1977. War ich jemals in den Dark Ages? Ja,
Von 2000 bis 2017. 1999, 2000 habe ich meine letzten Lego Star Wars Sets gekauft. Ich glaube, das letzte, was ich gekauft hatte, war der Landspeeder von Luke von 1999 und dieses kleine Ding auf Endor, die Speederbikes. Und 2000 war es, glaube ich, der TIE Bomber und der Y-Wing. Das waren so meine letzten Lego-Sets. Und 2017 fing es wieder an. Wegen dem Arrox. Da unten steht er irgendwo. Ich war lange in der Dark Ages. Ich habe sehr viel verpasst. Ich habe sehr viele Ritter verpasst. Ich habe alles mit Johnny Thunder verpasst. Ich habe so viel verpasst. Ich weiß. Ich habe aber vieles nachgeholt, sowohl nachgelesen, dank toller Berichte auf Stonewalls, als auch nachgeschaut, zum Beispiel im Legoland. Da gibt es da so viel zu sehen. Und ja, ich hoffe nicht mehr so schnell in den Dark Ages zu fallen und noch viel Freude mit Lego zu haben, denn es gibt wirklich viel für Erwachsene. So, Sven mache ich wie gesagt zum Schluss. Jetzt kommen wir erstmal noch zu Sherlock. Der hat nämlich auch gefragt, wie das bei mir so ist. Also, ich lese erstmal ganz kurz so das Präambel vor einer Stunde. Oder er hat mir meine Frage geschrieben und dann noch bearbeitet kurze Zeit später. Frage aus eigener Wahrnehmung. Ich merke, dass das Herz, so schön auch neues Lego ist, doch an einem alten Set der Kindheit hängt, die es zum Glück noch gibt und in Zukunft auch für mich, den Nachwuchs, wiederbelebt werden. Nebenbei gefallen wahrscheinlich mir die Anleitungen von da viel besser, da man noch mehr baut, als man blättert. Völlig richtig, die Anleitungen heutzutage sind ja mehr Blättern als Bauen. Und er fragt, wie es bei mir ist. Was war bei mir als Kind jenseits der ganzen Lizenzserie so mein Ding, meine Lieblings-Lego-Serie? Eindeutig Piraten. Ich hatte so viel von Lego Pirates, von den alten Piraten, und ich hatte so viel von den Lego Ritter und Burgen. Das waren meine favoriten Serien. Klar, auch was von Lego City mal gehabt und so, aber wenn es ein Burgenset oder ein Ritterset gab oder ein Piratenset, da war ich heiß drauf als kleines Kind. Da stand ich im Regal. Oma, Mama, das will ich zu Weihnachten. Das war klar favorisiert. Immer. Von der Polizeistation kein Thema. Und dann war ich dann so ein bisschen älter und dann war Lego Technik meine favorisierte Themenwelt. Aber das wisst ihr ja, aber als Kind war es definitiv so. Was mich gepackt hat bei Lego Technik, war da der rote LKW, habe ich noch nicht gezeigt. Da muss ich noch, habe ich als Retro-Set noch rumstehen. Der rote LKW mit Zugmaschine, wo hinten ein gelber Gabelstapler drauf ist, der hat mich super fasziniert. Und dann eben auch der schwarze Kranwagen mit dem Greifer komplett mit Pneumatik und Elektro. Den fand ich fantastisch. Da hat es mich gepackt. Aber als kleiner Profi, als kleiner Kevin, Ritter und Piraten. Und er fragt weiter: Trotz der vielen aktuellen Sets, auch noch Interesse an der Kindheit und an Pläne und die ganzen Sets wieder aufleben zu lassen, habe ich ja teilweise gemacht. Ich habe aus meiner großen Wühlkiste alte City-Sets wieder zusammengebaut, alte Piraten-Sets, es klappt. Einige Teile habe ich nicht mehr, das ist immer zu teuer zum Nachkaufen, das mache ich nicht. Aber ab und zu kaufe ich alte Sets aus der Kindheit oder den Dark Ages nach. Lohnt sich manchmal. Und er fragt weiterhin als Brücke zu der heutigen Zeit, wie schaut es mit der 90 Jahre Lego-Burg aus und wie schaut es aus mit dem Galaxy Explorer? Die Burg kaufe ich mir nicht, die ist mir zu teuer. Ich wüsste, wo ich sie hinstellen könnte mittlerweile, aber sie ist mir für 400 € zu teuer. Ich hätte gerne für 100 €. Da steht die Ritter. Nee, Gott, da unten seht ihr nicht. Da steht die 100 € Creator Ritterburg. Die finde ich super. So Ritterburgen hätte ich wieder gerne. Solche Spielburgen auch für Kinder, das würde ich sofort kaufen. Das ist kein Ding. Und der Galaxy Explorer, den kriegt er auch bald als Video. Keine Panik. Und jetzt kommen wir zum angesprochenen Sven G. noch. Der Sven G. hat noch einen kleinen Fragenkatalog gestellt, wo ich nicht alle Fragen vorlese. Liebe Grüße gehen raus an eines der als zweitschönste Bundesland übrigens. Er fragt auch, welches ist meine favorisierte Themenwelt nach Technik? Das ist ganz eindeutig die da oben. Lego, das muss man sagen, Icons heißt es mittlerweile, also die Creator Export, die Modular-Serie, das ist fantastisch. Die liebe ich sehr. Und alles, was in diese Welt fällt, ist, lass es auch das Harry Potter-Icon sein oder lass es das Jurassic Park-Set sein. Aber die Modulars. Tipptopp. Ich liebe Häuser. Und jetzt auch zwischendrin das Sanctum Sanctorum oder das Home Alone Set. Mua. Gerne mehr davon Lego. Aber nicht so teuer. Haltet euch zurück. Dann fragt er weiterhin, ob es noch mehr Merchandise geben wird. Dann, nein, so schnell nicht. Es wird noch Merchandise kommen. Vielleicht wird noch Textilware kommen. Vielleicht kommen neue Tassen. Muss ich mal gucken. Aber jetzt erstmal muss ich mal lummern. Und dann möchte ich noch die Frage beantworten, ob es wieder ein neues Quiz geben wird. Muss ich sagen, ja, es wird ein neues Quiz geben. Es ist bereits was in Arbeit. Ich habe so ein Quizfragen vorbereitet für die nächsten zwei Quizze. Da können sein, dass dann relativ schnell Quizze hintereinander kommen. Ich habe mir dann wieder was ausgedacht. Das wird sehr lustig werden. Und dann wieder mit prominenter Besetzung. Ja, ich habe schon viele Zusagen gekriegt. Und ob ich neue Projekte in der Pipeline habe, fragt er. Ja, das Community hier ist ein neues Projekt und ich werde auch wieder mehr Spielevideos machen. Sprich, ich werde auch wieder mehr Videos machen, in denen ich Spiele spiele. Livestreams oder eben auch, wo ich euch zum Beispiel Retro-Spiele zeigen werde. Indiana Jones kam ja sehr gut an, Monkey Island kam super an, da kommt bestimmt noch mal was. Ja, und dann ist noch was geplant. Ich will ja eine Stadt bauen, habe ich vorhin schon gesagt, und da wird auch eine Stadtdokumentation kommen, wie ich das mache und so weiter. Ich habe mittlerweile
schön viel, knapp 100 Straßenplatten von dem neuen System und hier sind viele Modular-Gebäude, die aufgebaut werden wollen. Ein Park, einige Grünteile, das wird schon lustig werden. Und ein weiteres Projekt wird sein, ich baue mir die Modular Construction Site von Lego nach. Das mache ich auch als Videoprojekt. Ich habe mir Teile besorgt im Legoland und das baue ich auf. Und dann schütte ich mal auf den Tisch, was ich gekauft habe. Und dann gucken wir mal, was ich da baue. Und dann mache ich immer so kleine Baufortschritt-Videos, wenn ich so ein Teil gebaut habe. Das ist eben auch in der Pipeline. Das kommt auch zwischendrin mal. Vielleicht eben als Donnerstags-Videos, dass diese Sonderprojekte donnerstags kommen. Samstags ist immer Review, dienstags vielleicht ab und zu immer mal ein kleines Review. Und donnerstags könnte man dann vielleicht das einbauen. Ist ja lustig. Des Weiteren fragt noch der Sven, als letzte Frage für heute, mit welchem YouTuber, egal ob national oder international, ich gerne mal kollaborieren möchte. Und die Frage möchte ich tatsächlich mit zwei YouTubern beantworten, einmal national, einmal international. International würde ich sagen, ich würde so gern was mit Racing Brick machen. Der Mann hat in Lego Technik Sachverstand, der ist immens, der ist super, das ist klasse. Racing Brick schaue ich gerne. Mit Jang Brick würde ich auch gerne was machen, aber wenn, dann mit Racing Brick. Ich finde den Mann sympathisch, der hat ein super Fachwissen. Und er ist so ruhig, er ist er ist witzig und er geht immer auf Details ein, die mir erst im Nachhinein einfallen. Racing Brick, wer des Englischen mächtig ist, abonniert Racing Brick, tipptopp Empfehlung. Und wenn es ein nationaler YouTuber sein müsste, da muss ich keine 2 Millisekunden überlegen. Da gibt es für mich auch nur eine einzige Wahl. Es tut mir leid, falls andere YouTuber jetzt zuschauen und sich jetzt vielleicht angegriffen fühlen, weil ich sie nicht nenne. Aber es geht um den Liebsten. Ich würde liebend gern was mit der Klemmbaustein-Lyrik mit Henry machen. Da würde ich wirklich gern mal ein Feature mitmachen. Live in Kiel oder in Hamburg. Egal wo. Okay, Kiel wäre vielleicht besser. Mit ihm ein Review machen, mit ihm irgendwas anderes machen. Wir haben ja schon Livestreams miteinander gemacht. Das ist immer super, das gefällt mir immer super toll. Und mit ihm würde ich wirklich gerne mal was machen in die Richtung. Oder eine Live-Präsentation auf der Steinhanse. Keine Ahnung. Wer weiß, was die Zeit bringt. Mal gucken. Und jetzt kommt es noch zum angesprochenen Gewinnspiel vom Anfang. Ich habe von den Fragestellern, die was eingeschickt haben, habe ich von jedem einen Zettel gemacht mit dem Namen drauf. Jeder hat einen Namen. Und ihr alle kennt diesen Becher. Das ist ein Pick-a-Brick-Becher, ein großer, solange er noch auf Kunststoff ist. Und dann nehme ich jetzt jeden Namen, knüll den einmal zusammen. Ich knüll die hier zusammen und dann sage ich euch, wenn ich schüttel, was es zu gewinnen gibt. Wir machen das ganz unbürokratisch. Schön reinfalten hier. Ich habe überlegt, mache ich es digital oder mache ich es mit echten Zetteln. Aber ich mache es mit echten Zetteln, zu viel Zeit muss sein. Und gleich als Anspielung, ja, wenn wieder eine Community-Umfrage kommt mit Fragen, da wird noch eine kleine Info gleich dazu kommen, dann wird unter allen Einsendern wieder was verlost. Das heißt, mitmachen lohnt sich. Wenn ihr mitmacht beim Community-Gewinnspiel und sagt, ich stelle eine Frage, die sinnvoll ist, natürlich geht es um sinnvolle Fragen, dann kommt ihr mit in den Lostopf für das nächste Mal. Und ich bin mal sicher, so eine FAQ wird vielleicht im nächsten Quartal mal wieder kommen. Also ich sammle schön Fragen. Das war jetzt nur 3-4 Wochen, wo ich die Fragen gesammelt habe. Und wie gesagt, wenn über längere Zeit Sachen kommen, dann würde ich mich da auch freuen. Und wie könnt ihr das einschicken? Ganz einfach. Es kann sein, dass auf Instagram wieder ein Posting kommt, schickt jetzt eure Fragen ein und dann kommt ein neuer Beitrag für Community-Video Nummer 2. Auf Instagram wird eben ein spezielles unten dran kommen. Ein News-Beitrag kommen und unter diesem Video könnt ihr ebenfalls eure Fragen einstellen und weiterhin könnt ihr Fragen stellen an FAQ, Frequently Asked Questions, @profinot.de. Die kommen bei mir an und dann sind die fürs nächste Mal drin und ihr kommt vielleicht hier in den Genuss, dass ich eure Frage beantworte und auf jeden Fall, wenn es eine gute Frage ist, so wie die hier zum Beispiel, in den Lostopf. Wir mischen mal schön. Ein paar da unten stecken fest, was soll denn das? Zack. Wir wollen ja nicht bescheißen. Ich habe es jetzt zu gut gemacht hier. Kommst du da raus? So. Sind jetzt alle draußen? So. Sind jetzt alle Stück, alle sind draußen, nichts mehr drin, alle leer. Und jetzt machen wir die schön auf den Tisch. Und ich nehme meine Hand und ich ziehe mal einen davon, den da. Bin mal gespannt, wer gewonnen hat. Was gibt es zu gewinnen? Es gibt eine Lego City Straßenkehrmaschine. Eines der besten Sets des letzten Jahres. Es gibt das coolste Lego Stunts Bike, das es gibt, die Badewanne. Und, na, kommst du her? Es gibt etwas von Specht und Ordnung. Jetzt könnt ihr euch auf die Folter spannen. Was hat der Kevin bei Specht und Ordnung bestellt? Ihr wisst ja, ich verfolge viele deutsche Blogs und ich mag alle gerne, egal ob Stonewalls, Probebricks, Spielwareninvestor. Ich mag die Podcasts, ich schaue die ganzen Videos, ich mag das wirklich alles. Aber der Lars beim Spielwareninvestor, der hat etwas so Cooles gemacht zu seinem Podcast. Und da hat er auch wirklich nur, muss ich gucken, 150 Stück produzieren lassen von den Podcasters im Carbonite.
Da hat er gesagt, er lässt sich ein schönes Holz anfertigen und mit Ausfräsung drin und hat sich ein mit Chris Augustin und mit dem Thomas Lütje zusammen eben verewigen lassen. Und das ist jetzt Nummer 18 von 150, das habe ich für mich gekauft. Und dann habe ich gedacht, das verlost jetzt einfach. Da habe ich direkt am Tag, als am Samstag als oder Freitag, als man es bestellen konnte, bin ich in den Shop und habe es gekauft. Und dann dachte ich mir, das verlost du auch. Das ist unbenutzt, das ist nagelneu in der Tüte. Habe ich nie benutzt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist rauszunehmen, jetzt für euch in die Nummer vorzulesen. Und das ist auch mit drin. Das ist nicht mehr zu kaufen, ne? Das gibt's nicht mehr. Das ist ausverkauft. So, und mal gucken. Da liegt der Gewinner. Mal gucken, wer es gekriegt hat. Oder wer es gewonnen hat. Oha. Oha. Gewonnen hat World of Stones 95. So, wenn du das Video guckst, World of Stones, schreib mir bitte eine E-Mail. Und ich verifiziere dann, dass du derjenige bist. Schreib auch gern unten in den Kommentar. Das werden wir schon hinkriegen, dass du der richtige Gewinner bist. Wenn du dich jetzt nicht meldest, sagen wir bis zum 1. September, na, sind wir gerade, bist du ruhig, bis zum 2. September, dann muss jemand anderen deinen Gewinn kriegen. Melde dich bitte bis zum 2. September bei mir an faq@profinot.de und ansonsten, ich nehme jetzt mal den da, wäre der Zweitgewinner F1 Speed 3000. Das heißt, wenn er sich nicht meldet, kriegst du es und dann machen wir das schon irgendwie. So. Schreibt mir eine E-Mail, ganz wichtig. Und ihr anderen, wie gesagt, schreibt auch Ihnen eine Frage, wenn ihr eine habt, über, an mich, über meinen Kanal, über Lego, was ihr gerne wissen wollt. Wenn ihr Fragen habt, ich sammle die an faq@profinot.de oder eben unter dieses Video oder wenn so ein Beitrag auf YouTube oder Instagram kommt, könnt ihr das auch darunter schreiben. Vielen lieben Dank fürs Gucken, vielen lieben Dank fürs Fragen einschicken. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis zum Samstag, bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis dann.